Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich werde weiterhin verdichten. Ein Restfeld von 38. Das Ende ist nah, ne? Wenn man denkt, was alles vorher war. Leider ist noch viel zu nass. Können wir nicht anfangen. Den können wir entlassen. Ist angekommen, ne? Sollte eigentlich bald loslegen. Jo, wie verdichten noch, ne? Und die nächsten Fahrzeuge kommen schon wieder. Ich habe gerade ein Gewicht abgenommen vom einen Fendt. Das ist mehr Gewicht dran als das hier. Das hat nur 1000 Gramm. 1000 Gramm. 1000 Kilogramm. Der andere hat 2400. Gemeinsam verdichten ist doch nicht ein Problem. Aber ein bisschen mehr Gewicht kann er nicht schaden, ne? So. Auf geht's. Oder nichts kommt unterwegs. Ein bisschen hier vorne ein bisschen zusammenpressen, ne? Dann fahren die auch ein bisschen besser, die Fahrzeuge. Der Schulnehmiger kommt hier mit dem K2. Gute Anhänger. Die Batterie. Gleich 2. Der fängt auch voll? Oder wieder leer? Ist leer. Also gierig. Und bitte. Weiterfahren. Jetzt geht man noch rein, ne? Traurigerweise. Aber er füllt sich schon ganz alleine den Rest am Rand, ne? Ja, der kommt da hoch. Und ich habe vorhin eingegriffen, deswegen wahrscheinlich nicht. Kommt noch einer? Nö. Ich hoffe, dass sie noch nicht verwackt ist. Sieht ganz gut aus. Das sollte hier gut klappen. Extra kein Schleuder weggenommen, weil ich Angst habe, das geht da rein. Aber hier scheint es okay zu sein. Das muss ausreichend sein, ne? Die gehen aber rein hier im Silo. Tja, das ist jetzt hier Folge Nummer 2, wo ich aufnehme. Ich überlege gerade, ob ich jetzt durchziehe und die nächsten 7 von Alright mache. Oder gehe ich jetzt ins Bett nach der Folge. Rein. Kann auch schlafen gehen, ne? Bin ich ja morgen wieder munter. Da geht er ja besser vor Schatten. Morgen früh bearbeiten. So ein bisschen nebenbei. Kochen, ne? Und dann nach dem Mittag. Können wir noch 2 Folgen, die 7 Folgen aufnehmen. Und später die 5 Folgen von dem Arsch. Bis Freitag. Wir kommen von der Marsch im Livestream. Da die Ernte beginnt, kann durchaus sein. Kann ich ja so nicht sagen.
Und was war das mal also vor weiter? Und das sieht eigentlich nicht schlecht aus, wenn man auf der Ernte. Könnte passieren. Weiß drin vielleicht. Oh, da ist es da. Wie gesagt, das alles muss noch reingefahren werden. Ne? Also, wenn es trocken wird, geht sofort sogar los. Aber wenn es trocken wird, ich glaube nicht dran. Bezweifle ich mal, dass es klappt. Dieser Fahrerloser kann sich nicht entscheiden. Also ehrlich gesagt, ein bisschen hierfür. Ja, ja gut, da haben sie alle Probleme mit der Wanderung, ne? Weil der Mais gibt ja nicht so nach, wie alle Natur nachgeben will, ne? Gehen wir mal rein hier oben. Wahnsinn. Da ist er voll. Wenn er voll ist, ist er voll, ne? Das ist ein bisschen blöd, wenn er so weit fahren, ne? Sollten wir hier vorne stehen bleiben. Könnte man machen, ne? Den Radlader bis zum Zoll schieben gleich. Da wo es fehlt. Machen wir gleich mal. So vorne lassen wir so, das ist ein bisschen schräge, das ist ganz gut, das ist, tun sie sich leichter hochzufahren, ne? Tag. Tschüss. Ja, die Lage muss auch noch weg. Also mal an links und rechts ein bisschen das Grüne wegputzen. Ne? Das ist ein bisschen ein Problem. Problematisch, ein bisschen verpackt. Deswegen mache ich in der Mitte voll und nicht außen. Weiß ich nicht, sieht nur 5-1 besser. Weiß ich nicht. Wäre ein Versuch wert, ne? Jetzt fahren wir auf der linken Seite hin, da ist ein bisschen Platz. Für 1 und 2 fahren aktuell keine Fahrzeuge. Ah, dann ist es da. Zurückfahren. Dann noch ein bisschen warten lassen. Ach, na, sie juckt. Ja, als Radlader bin ich schwach, ne? Also bin ich. Ich dachte mir, du weißt ja gar nicht, ne? Also kannst Gas geben, wenn du willst. Das ist, soll ja am Rand hin, ne? Und nicht hier irgendwo hin. So, einmal noch. Da kriegt er sowieso hin. Ne? Wir müssen ein bisschen mehr. Die müssen Platz machen. Die fahren jetzt neuerdings weiter. Aber nicht instellen.
Schaufel und nimmt die Silage auf. Obwohl, ich kann mich hier wieder abkippen, so schlimm ist das nicht. So, bevor der nächste kommt, kann ich dann dauern. Ah, der Mitte ist ziemlich voll. Wenn wir hier vorne stehen bleiben, ist es besser. Dann würde er den Mist nicht machen, ne? Hier vorne geht ein bisschen rein, links und rechts. Rechts besonders viel. Das muss sein. Lassen nach. Ein paar Meter wird auch schön gefüllt, ne, nebenbei. Dann können wir dann sofort die Lage bei Bedarf sofort. Ja. Globalen Markt fahren, ne? Später, wenn wir hier was brauchen, von der Marsch entsprechend Mischfutter zu kriegen, ne? Na, ich bin zwar weggefahren, ne? Leistung, alles mal kaputt. Immer noch feucht. Hier hochwarten. Fahr da hin. Ich kann später warten. Schon vom Feld fahren. Die CPU muss ich mal auspusten. Heiß. Ich komm ja schon. Warte. Ja, diesen Tankpunkt kommen wir nicht rüber, das ist einfach so. Da ist einfach der Hänger so schwer. Ja, das macht er alles schön voll. Da ist schon voll. Und jetzt hier vorne den Rest. Passt. Ja, sind halt breite Reifen sehr, sehr von Vorteil, ne? Sehen die auch.
Ja, ein bisschen geht noch rein. Wie gesagt, wenn der Regen kommt, ist wenn es keine Chance trocken wird, dann wird man halt so hier aufzulieren. Ist halt anders, ne? Mir wäre das anders als zwar lieber gewesen, aber ich muss mal gucken, wie weit es überhaupt noch nass ist. Früher hätten die gesagt, okay, dann müssen wir halt trocknen, ne? Das ist halt so, ne? Da gehen wir rein. So. Erntereif. Prozent. Dann bräuchte er mindestens 20, glaube ich. Bin da nicht neugierig. Probier es einfach mal. Ja, ohne Segen, ne? Kann sein, dass nicht klappt. Sehr wahrscheinlich. Ist also kaputt. Nicht repariert. Ah, guck mal. Wird es ja rein theoretisch ja, wenn es funktionieren würde, trocknen lassen, ne? Keine Chance. Das geht nicht. Können wir das Beste hoffen, ne? Was sagt Seasons? Das Wetter? Ja. Trockenwerte sind nicht gut. 18 Uhr nochmal plus. Ja. Können wir das Beste hoffen, ne? Jetzt haben wir 15 Uhr noch was. Also noch 5% noch. Aber gib nie auf, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Sonntag. Ja, Montag geht's weiter. Rest, ja, wissen meist ist noch die Woche, kennt sie mir ganz grob. Gehe von aus und auch noch weitergeht. Mehr oder weniger, ne? Zum Glück haben wir nur ein Feld mit Mais. Sonst wäre das tagelange Arbeit nur silieren, ne? Ja, also mal tschüss. Und ciao, ciao. Ne? Und mal schon ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und ich begrüße mal alle neuen Abonnenten. Freut mich drüber, dass wieder neu, ein, zwei neue dazugekommen sind. Wollte über 3. Klingt immer gut. Ich fühle mich ein bisschen bestätigt bei meiner Arbeit hier. Dass es ein bisschen Anklang findet. Tja, wie gesagt, wenn ihr was habt, kommentieren, reinschreiben. Und Fragen auch kommentieren. Ich weiß keine. Fragen konnten mehr gestellt werden. Auch für Ratschläge würde ich nicht ja, nehme ich auch gerne an, ne? Tipps, ne? Immer gerne gesehen. Jo, aber seid mal noch einen schönen Restsonntag. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bis dann und tschüss.
Tschüss.